Ich frage mich, warum ich es eigentlich nie schaffe, in Haarvideos auch mal eine ordentliche Frisur zu haben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knallhart aufgebraucht. Diesmal in einer haarigen Ausgabe. Und das Ganze steht unter dem Vorzeichen aufgebraucht. Aber habe ich das Produkt dann auch wieder nachgekauft? Wer also auch zur Fraktion Rapunzel oder zur Spezies der Langhaaris zählt und sich für all die Produkte, die man sich so in die Haare schmieren kann, interessiert, der sollte jetzt dranbleiben. Und ich gehe mal in chronologischer Reihenfolge vor, also in der Reihenfolge, in der ich mir auch die Haare waschen, pflegen und dann stylen würde. Das heißt, ich fange an mit Shampoo. Und eines meiner liebsten Shampoos, was ich sehr lange sehr gern benutzt habe, ist hier von Bübchen das Kindershampoo. Das soll Haar- und Kopfhaut besonders schonend reinigen, weil es weniger harsche Tenside enthält als so Produkte, die für Erwachsene gemacht sind. Ich hatte vorher von Bübchen auch das Babyshampoo. Das habe ich auch sehr gerne benutzt. Das Kindershampoo ist ein ähnliches Produkt, kommt aber in einer größeren Flasche. Aktuell benutze ich allerdings von Sebamed das Everyday Shampoo, weil ich das Gefühl habe, dass das noch ein ganz klein bisschen besser aufschäumt als all diese ganzen Kandidaten, die für Kinder gemacht sind. Und da ist es auch schon mein, ich würde sagen, Standard-Shampoo zurzeit. Das hat jetzt eine andere Flasche bekommen. Das heißt also, wenn ihr in der Drogerie seid und ihr sucht das und denkt, nein, warum gibt es das nicht mehr? Ganz ruhig. Es hat jetzt bloß so eine längliche Flasche bekommen. Es sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Duschgel. Und ich stehe manchmal immer noch vor dem Badewannenrand und denke, wo ist mein Shampoo? Ja, ne? Bis man sich da mal umgestellt hat. Das hier benutze ich sehr gerne. Mein Freund benutzt das auch ab und zu. Der hat ein bisschen weniger empfindliche Kopfhaut als ich. Der kann also auch so andere normale Shampoos benutzen. Wie zum Beispiel das hier. Das ist von Garnier, ein Shampoo aus der Wahre-Schätze-Reihe. Das ist hier die Variante mit Olive. Und das habe ich bloß mal in so einem Gewinnpaket von Rossmann bekommen, glaube ich. Deswegen habe ich es an meinen Freund weitergereicht. Der fand das total gut. Das ist nach wie vor sein Lieblingsshampoo. Und der fragt mich immer wieder, ob ich ihm sein Lieblingsshampoo mitgebracht habe. Und wenn ich dann mal mit was anderem ankomme, weil ich sage, ach, probier doch mal das oder du kannst das von mir erben, dann ist er immer noch so, wo ist mein Shampoo? Warum ist mein Shampoo nicht da? Also, er hat sehr feine, aber viele Haare, die dann auch so sehr leicht verknoten. Naja, und da er ein Typ ist, ne, macht er sonst nichts mit Haarpflege, keine Kur, keine Spülung, nichts. Da hat das hier geholfen, dass die Haare nicht ganz so stark verknotet sind, weil das macht die Haare schon so ein ganz klein bisschen schmieriger. Also nicht im schlechten Sinne. Ja. Es pflegt die Haare wahrscheinlich beim Waschen schon ein bisschen. Im Sommer aber habe ich ihm das hier aufgedrückt. Das ist von Balea, so ein Sommershampoo, was es immer in so einer Limited Edition gibt. Und zwar wollte ich, dass er das benutzt, weil das mit Kokosduft ist. Und naja, er riecht dann lecker. Also wenn ich das benutze, dann rieche ich ja meine Haare irgendwann nicht mehr. Aber seine Haare riechen damit lecker. Man riecht damit jetzt nicht wahnsinnig weiblich, ja. Man zieht jetzt keine Parfümwolke hinter sich her. Aber ich finde schon, dass das so ein bisschen so ein karibisches Flair verbreitet hat. Hier sogar noch eine zweite Flasche von dem Lieblingsshampoo. Zweites widmen wir uns dann mal der Kategorie der Spülungen. Und zwar habe ich hier als erstes einen totalen Flop. Also für meine Begriffe war das leider totaler Flop. Das ist eine Pflegespülung, die kommt aber in Schaumform daher. Das heißt, das wird hier oben rausgedrückt, ja, wie so Rasierschaum. Und dann macht man sich das ganz normal in die Haare und spült es auch wieder aus, so wie jede andere Spülung. Das sollte hier für feines, ungeschädigtes Haar sein. Und das stimmt auch. Also
Spülungen funktionieren alle nach einem ähnlichen Prinzip, bloß die Darreichungsform, in der das Produkt angeboten wird, unterscheidet sich. Und das hier ist eine mit der leichtesten Varianten, die man sozusagen als Produktentwickler auf den Markt bringen kann. Das heißt, die ganzen Schmierstoffe sind in einem Schaum sehr viel weniger dicht enthalten, als es jetzt in so einer klassischen, dicken, cremartigen Konsistenz der Fall wäre. Deswegen können dann auch Leute, die sehr feine Haare haben, bei denen Pflegespülungen die Haare immer beschweren würden, dann mal eine Spülung verwenden. Für mich war das logischerweise einfach zu wenig konzentriert. Ich hätte mir wahrscheinlich die gesamte Tube mit den 180 Milliliter auf einmal in die Haare geben müssen, damit ich irgendeinen schönen, flutschigen Effekt bemerkt hätte. Also das war an sich kein schlechtes Produkt, nur es stimmt, was vorne drauf steht, es ist für feines Haar. Viel besser für mich geeignet sind dann diese klassischen, dicklichen Pflegespülungen, die ich allerdings nicht. Ja. Es hat ganz angenehm gerochen, obwohl Balea macht ja auch manchmal ganz, ganz furchtbare Parfümierung. Oh, ich hatte da mal so ein schreckliches Öl. Hab ich das weggeworfen? Das war schlimm, ja. Allerdings muss ich sagen, dass ich von Balea, was so diese ganze Pflegerichtung angeht, also Spülung, Haaröl oder auch Kuren, noch nie eins hatte, was mir zugesagt hat. Das ist hier silikonfrei, also das ist extra für Menschen gemacht, die gerne eine Pflege ohne Silikone haben möchten. Das bringt ja bei mir nichts, ne? Also hier steckt ein Pony, will Silikone. Damit ein bisschen Glanz und Kennbarkeit entsteht. Also für mich ist das überhaupt nichts. Also das ist für Leute mit normalen Haaren, auch mit nicht krausen Haaren und all das, was ich also nicht bin. Und ich sollte mir merken, dass ich es einfach mit diesen ganzen Sachen, die silikonfrei sind, von Balea nicht mehr probieren sollte. Viel besser und genau aus der anderen Richtung ist nämlich das hier. Fructis, man nannte es auch die Silikonbombe. Ich glaube, es gibt wenige Produkte in der Drogerie, die sich silikoniger anfühlen, was die Haarpflege angeht, als Sachen von Fructis. Den hat mein Freund für mich ausgesucht, den Schadenlöscher. Ja, also man kann natürlich Haarschäden nicht auslöschen. Man kann Haar auch nicht mehr kitten. Aber man kann es mit einer ordentlichen Portion von weicher machenden Substanzen jedes einzelne Haar umhüllen, sodass es sich danach wieder leichter kämmen lässt, ne, weniger verknotet, was ja dann auch beim Kämmen zu weniger mechanischem Stress führt und langfristig auch so ein bisschen Spliss und Haarbruch verhindert. Gott, ein langer Satz. Ich hoffe, der war richtig jetzt, ja, also rein fachlich. Was klebt hier eklig so drauf? Das war meine erste Fructis-Pflegespülung. Ich hatte vorher nie was von Fructis. Ich fand die wirklich gut. Also die war sehr, sehr, sehr schmierig. Also für Leute mit sehr trockenen Haaren war die absolut in Ordnung. Die hat dann auch noch geholfen, als meine Haare hier unten in den Spitzen, bevor ich beim Friseur war, schon arg gebeutelt und ausgetrocknet ausgesehen haben. Also für alle, die tatsächlich auch so eine ähnliche Haarstruktur haben wie ich, die könnten es damit mal probieren. Man muss allerdings dran riechen und man muss echt auf den Duft können. Ne? Etwas weniger schmierig und auch weniger stark parfümiert sind hier diese Pflegespülungen von L'Oréal. Ich habe mehrere davon ausprobiert. Ich fand die alle gut, muss ich sagen. Meine Standardspülung, das ist die Total Repair 5 Reparaturspülung. Die riecht ein bisschen so nach Friseurpflege. Dann habe ich noch die etwas neuere Variante. Das ist die Öl Magique Variante. Für normales bis trockenes Haar. Das riecht so ein bisschen nach Kokos. Aber nicht wahnsinnig nasenbetäubend, würde ich sagen. Die finde ich beide gut. Aktuell habe ich jetzt gerade die leer gemacht. Vorher hatte ich immer die hier. Ich empfinde die als ein ganz klein bisschen pflegender als die hier. Ich habe davon auch die Haarkur. Die finde ich auch gut. Die sind so vom Pflegegrad beide, würde ich mal sagen, im mittleren Bereich. Also wenn ich gerade richtig trockene Haare habe oder ich komme aus dem Schwimmbad mit Chlorwasser oder Salzwasser im Sommerurlaub, dann reichen die nicht mehr, aber so für absolut normale Haarzustände, muss ich sagen, sind das mit meine Lieblinge an Spülungen aus der Drogerie. Nicht ganz so gut fand ich hier von Dove die Reparaturspülung. Die habe ich mir gekauft, weil die auch mit Kokos ist und ja, für den Sommer finde ich das sehr gut. Die hat ein bisschen stärker nach Kokos gerochen als diese L'Oréal-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt aktuell noch gibt. Ne? Also Dove schichtet ja leider sehr viel um, so im Sortiment, was mir leid tut. Ich hatte früher von denen auch noch so eine
Zwei-Phasen-Spülung. Die fand ich richtig gut. Die war viel, viel reichhaltiger als das hier. Gibt es, glaube ich, alles nicht mehr. Also das hier würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Was ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen würde, wäre hier die dazugehörige Haarkur zum Olivenlieblingsshampoo von meinem Freund. Der wohltuende Vitalisierer Tiefenpflegemaske. Also wer sich mal diese Titel ausdenkt, wann komme ich denn auf die Idee, eine Haarkur der wohltuende Vitalisierer zu nennen? Ja, es klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus Film für Erwachsene und eine Werbung für Physiotherapie, oder? Auf jeden Fall ist das hier die schmierigste, reichhaltigste und am besten meine Haare entwirrende Haarkur, die ich jemals hatte. Also, ich habe wirklich das Gefühl, als wäre hier so ein bisschen Öl mit drin. Also steht ja immer außen mit drauf, aber pff, ist ja meist dann nur in homöopathischen Dosen enthalten, ne, was uns die Werbeleute so versprechen. Aber hier ist es wirklich so, dass der Boden der Dusche, wenn man das ausspült, auch wirklich rutschig ist. Also es besteht Rutschgefahr, das ist ein bisschen gefährlich. Man muss danach auch den Boden der Wanne oder der Dusche richtig so ein bisschen putzen, weil das setzt sich so ab. Das habe ich sonst mit keinem anderen Produkt. Ich habe noch ein paar andere Varianten von diesen Garnier-Haarkuren, weil die hatte mich erstmal auf den Geschmack gebracht, muss ich sagen. Die benutze ich tatsächlich im Sommer. Wie gesagt, Salzwasser, Chlorwasser, wenn es so richtig, richtig filzigen Mob gibt hier auf dem Kopf. Und dafür finde ich die absolut empfehlenswert. Ja, kostet auch fast nichts. Und ist meiner Meinung nach ein tolles Produkt für sehr trockenes, beanspruchtes Haar aus der Drogerie. Dann kommen wir zu Punkt 3. Und nachdem ich meine Haare gewaschen und dann mit einer Spülung und ab und zu auch mal mit einer Kur behandelt habe, ja, dann gebe ich mir noch etwas in die handtuchtrockenen Haare. Das mache ich, weil ich, wie gesagt, meine Haare dann leichter kämmen kann. Und wer feinere Haare hat, braucht das natürlich nicht. Ich mache das aber jedes Mal. Ich habe hier drei Varianten von so Leave-In-Produkten. Und zum Sprühen habe ich hier zwei Produkte. Einmal eins von John Frieda, Frizz Ease. Dann von Garnier die wahre Schätze Hitzeschutzmilch ohne Ausspülen mit sanfter Hafermilch. Also, die finde ich beide gut. Die kosten, glaube ich, beide auch ungefähr gleich. Also besonders dieses Garnier-Ding hat mich geschockt. Also eine Haarkur von denen ist billiger als das hier. Hier sind 150 Milliliter drin. Ich fand die wirklich gut. Die hat interessant gerochen, ja, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und sie hat tatsächlich meine Haare leichter kennbar gemacht. Ich habe das den ganzen Herbst über benutzt. Dann war es alle. Immer in Benutzung habe ich eine Flasche von dieser täglichen Wunderkur. Hier sind 200 Milliliter drin. Das heißt, diese Flasche ist billiger als das hier. Ich habe das Gefühl, das hier ist hauptsächlich so eine Kämmhilfe. Und das hier ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein Feuchtigkeitsspray. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Davon habe ich gerade eine neue Flasche in Benutzung. Die habe ich nicht nachgekauft. Ich habe ja zurzeit, weil jetzt Winter ist, eine winterliche Variante von Gliss-Kur. Die gefällt mir auch gut und die ist deutlich billiger als das hier. Nie wieder nachkaufen. Von Schwarzkopf. Das ist nichts anderes als ein Haaröl, was für die geringe Menge, die hier drin enthalten ist, unglaublich teuer ist, ja. Und es ist nicht gut. Hier waren 50 Milliliter drin. Es hat nicht gut gerochen, ja. Es hat für meine Haare eigentlich nichts gemacht und das war der totale Flop. Also jedes andere Haaröl, okay, außer das von Balea, was ich da mal hatte, ist besser in der Drogerie als das hier. Also wenn ihr das seht, bitte riecht zumindest vorher dran. Es riecht nach Bubblegum, nach so Kinder, Prinzessin, Lilifee, Sternchen, Shampoo. Ja. Absolut toll. Und ich kann es leider nicht mehr nachkaufen. Gab es nur ganz kurz bei uns in Deutschland zu kaufen. Ich habe davon mehrere Backups. Und das ist jetzt, glaube ich, hier das Vorletzte gewesen. Ich habe jetzt noch eine Flasche in Benutzung und das war's dann. Das Zeug riecht super gut. Es ist so eine, ich würde sagen, Spitzenpflege, was man sich hauptsächlich hier unten in die letzten paar Zentimeter der Haare so einknetet. Dann werden die unglaublich schön weich. Sie glänzen ganz toll und sie duften super. Und echt schade, dass man das in Deutschland nicht mehr bekommt.
hinterletzt gibt es noch ein paar Sachen aus dem, ich würde mal sagen, Styling-Bereich. Ich habe hier zuallererst mal zwei Balea Trockenshampoos. Und ich habe nur das nachgekauft, aus einem einzigen Grund. Ich fand, die haben beide gleich gut funktioniert, was den Anti-Fett-Effekt angeht. Allerdings riecht das hier besser. Das hier hat diesen typischen künstlichen, ich weiß nicht, Vanille-Geruch, den ich überhaupt nicht haben kann. Das hier riecht einfach nur ein bisschen wie Haarspray. Also es riecht gut parfümiert. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich heute, ja, um das hier noch ein bisschen aufzuwerten, zum ersten Mal ein Trockenshampoo von Batiste ausprobiert habe. Und zwar eins, wo so rosa Blüten vorne drauf waren. Ich glaube, das hieß Blush. Und erstmal hat es gerochen wie ein Parfum. Also überhaupt nicht wie das. Zweitens habe ich noch nie so ein Granny Hair von Trockenshampoo bekommen wie mit diesem Produkt. Das heißt, da kommt richtig viel so Puder raus. Es hat meine Haare deswegen unglaublich gut, naja, entfettet. Und vielleicht haben ja alle recht, dass das von Batiste tatsächlich das Bessere ist. Also das funktioniert auch. Und wenn ihr das nur ab und zu mal benutzt, so wie ich, ist das absolut in Ordnung und es stinkt nicht. Aber naja, vielleicht kaufe ich mir doch mal eine große Flasche von dem Batiste-Dings. Absolut. Wieder nachkaufen würde ich immer von Elnette hier mein Bügeleisen aus der Spraydose. Ja, hier steht drauf, das ist ein Hitze-Styling-Spray und es soll die Haare 3 Tage glatt machen. Macht's auch. Also bei mir schon. Und gleichzeitig legt es auch noch den Friss an. Ja, also diese ganzen kleinen Babyhaare, die hier oben so abstehen und die frisch nachgewachsen sind und die, wenn man halt eine eher wellige oder lockige Haarstruktur hat, nicht sich glatt anlegen, sondern gerne hier so wie so kleine Antennen abstehen. Ich habe jahrelang nicht gewusst, dass das Frizz ist. Ich habe immer gesagt, das ist das nachwachsende Lockenhaar. Damit kriege ich das hier tatsächlich angelegt. Das heißt, ich muss das mir in die Haare machen, direkt nach dem Waschen. Und dann mache ich noch ein bisschen Haaröl rüber und dann werden meine Haare unglaublich schön, wie so flüssiger Honig, der hier so die Schultern herabfließt, ja, und was ja bei meiner Haarstruktur eigentlich von Natur aus nicht drin ist. Ich kann mir das auch sehr gut einfach nur in die Längen und Spitzen geben, weil es macht die Haare sehr, sehr glatt. Man muss ein bisschen aufpassen. Also höher als bis Ohrhöhe würde ich es nicht sprühen, weil da kann es auch schnell fettig und schmierig aussehen. Und der letzte Bonus, es riecht halt total gut, ne? Es macht tatsächlich, was es soll, was hier vorne drauf steht. Und es ist das einzige Produkt, was bei mir auch so ein bisschen Volumen aus den Haaren rausnimmt, ne? Was ich sonst nur mit dem Glätteisen hinkriege. Und das will ich nicht so oft benutzen. Deswegen ist das hier mein Glätteisen ohne Hitze. So, und das war's auch schon mit den Müllgesprächen in puncto Haare. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr immer wieder so aufbraucht und nachkauft. Und natürlich auch noch, ob ihr auch solche Ponyhaare habt wie ich. Und dann wünsche ich euch allen noch ein ganz schönes Wochenende und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay, ich habe hier so einen Haufen Müll. Ich kann es ganz schlecht ausdrücken. Ja, Gott, ich bin weder Chemiker noch Friseur.